Okay, willkommen zu einem spontan kommentierten Playthrough von Warhammer 40k Space Marine. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich mal irgendwas kommentiert aufgenommen habe. Das heißt, das war, glaube ich, Killing Floor da von diesem Summer Event. Also schon, glaube ich, einen Monat her fast. Oder zwei, keine Ahnung. Ja, da hatte ich spontan mal eben so den Einfall, dass ich mal von mir aus jetzt auch mal Let's Play von ein Spiel mache wieder mal. Ja, dieses Mal ist es Warhammer, wie man sehen kann. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt gar kein Experte irgendwie mit von Warhammer. Ich kenne mich da so überhaupt nicht mit aus. Ich habe die Kampagne so noch gar nicht gespielt, habe mal die Demo gespielt, hauptsächlich online gespielt und ja, jetzt spiele ich mal die Kampagne. So, neue Kampagne. Mal sehen gleich. Wir spielen mal vielleicht, weil ich das Spiel so nicht kenne. So. Captain Titus, die Orks haben die Armee in der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die Titanen Kriegsmaschinen füttern. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Thunderhawk-Lanze von Jove kehrt zur Startrampe zurück. Das ist Ihr Plan. Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht, bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes.
So, ja, jetzt geht das Spiel los. Viel gleichzeitig. Sobald die Gelegenheit ist, werde ich mal ein bisschen was zu meinem Wissen über Warhammer, vielleicht mal ein bisschen was erzählen. Und Moment, ich muss mal wieder mal typisch wie bei mir die Lautstärke untersetzen. So. Also, Warhammer. Das basiert hier auf ein Tabletop-Spiel, also so eine Art Tabletop, wie man das beschreiben. Brettspiel auf einem großen Tisch mit Figuren und einer Geschichte und einem komplexen Regelwerk. Das ist ungefähr das, was ich so bei Warhammer 40k weiß. Das Spiel spielt hier ungefähr, wie der Name schon vermutet, im Jahre 40.000. Also in 38.000 Jahren von heute aus gesehen, und es herrscht ein ewiger Krieg hier ohne Frieden und so. Ja, und bekämpfen tun sich ja mal die Menschen, die Orks, und da gibt es noch irgendwelche anderen Rassen, glaube ich, aber so weit kenne ich mich da nicht aus. Und wie man in der Intro schon sehen kann, die Orks haben hier eine richtige Fabrik von den Menschen hier angegriffen, um eine Geheimwaffe zu klauen. Oh, das sieht nach einem Bosskampf aus. Und ich sehe gerade, dass die Sprachausgabe und den eigentlichen Bild nicht ganz hinterherkommt. Lass mich durch. So, das war nicht so weit alles, was ich so über das Setting hier weiß eigentlich. Gibt es dann noch so ein Lustiges, kann man ja die Gegner mit F betäuben und dann mit E hinrichten. Und was ziemlich blutig ist. Und wie man sehen kann, hat man hier zwei Leisten. Einmal ein HP-Balken oder ein Energieschild, das sich nach einer Zeit automatisch regeneriert, und eine Lebensanzeige. Die kann man nur führen, wenn man hier Gegner exekutiert. Aber die kleinen kann man sofort mit einem Tastendruck exekutieren. Die großen muss man erst betäuben. Und dann gibt es noch, eigentlich zumindest in der Demo waren, nur ganz große noch. Die muss man auch betäuben, da muss man ein Quicktime-Event gegen die gewinnen. Das bestand nicht nur daraus, die ganze Zeit die linke Maustaste zu drücken. Und dann noch ein paar Sachen zu den Charakteren, die man hier spielt. Das ist ein sogenannter Ultramarine. Eine höhere Einheit von den Space Marines. Und die Reihenfolge weiß ich aber nicht so genau. Da gibt es noch irgendwelche Blood Angels, die hängen auch irgendwie noch mit denen zusammen. Jedenfalls die Space Marines, das sind diese normalen Typen da mit diesen Helm da. Die Ultramarines sind die ohne Helme. Die sind auch genetisch verändert. Jetzt weiß ich, ob nicht gleich an der Karte gesprochen wird. Gleich hinterher, glaube ich, oder? Was passiert da? Ja, so zu den Ultramarines. Die tragen ja einen Helm. Jungs, bitte kommen. Ja. Die Orks haben mich vom Kurs abgebracht. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Ja.
Ja, so Ultramarines, die tragen keinen Helm deshalb, weil in ihren Kopf sind da irgendwelche Metallplatten verarbeitet. Daher können die auch ohne Helm Kopfschuss überleben. Also den haben sie in irgendeiner stärkeren Panzerung, haben die noch, glaube ich, 19 zusätzliche Organe. Also so richtige Übermenschen praktisch. Was dann schon sicher auffallen wird, ist, dass man nicht springen kann. Der Dämon... Fundamentals, naja, die auch springen ein bisschen komisch. Also jedenfalls in der Demo gab es eben noch so einen Abschnitt, da hatte man so ein Jump Pack, mit dem man da rumspringen konnte. Öffentliche Störungen werden nicht toleriert. Zugriff autorisiert. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Bolter freigeschaltet. Space Marine Kampfgewehr. Selbst angetriebene Sprengladung abfeuern. Schießen und zum Nachladen. Okay. Hier lang, Boys. Ich töte ihn als Erster. Wie man sehen kann, die Level sind streng linear. Nicht die! Und ja. Mensch ist alleine! Hallo? Das Space Marines! Naja. Sollen wir so einen Abschnitt sein, wo man da rumläuft und irgendwelche Skripts zuschaut? Ja, sonst zum Spiel noch, jetzt muss sagen, es war ziemlich erfolglos. Wird auch im Multiplayer nicht mehr so häufig gespielt. Überraschend ist, dass nach der THQ-Platte immer noch gespielt wird. Ja. Und wie man sehen kann, ist das Spiel auch ziemlich blutig. Ja. Überraschenderweise aber unzensiert in Deutschland rausgekommen. Naja, als ich mir Space Marine hier geholt habe. Okay, Cutscene. Der Codex Astartes warnt aus gutem Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Codex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandros.